Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Endlich Wochenende, meine Lieben, endlich Wochenende. Schön. So, wir nehmen ein bisschen... Na? So, wir nehmen ein bisschen Ressourcen mit. Schön. Heute will ich mit euch oben das zubauen. Zubauen! Und die Handelsrakete. Die wollen wir auch gerne haben. So. Sehr schön. War das hier? Nö. Wo war denn das? Wo war denn das? So, das haben wir da drin. Da mal ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Silizium. Magnesium ist echt voll hier. So, Magnesium packen wir da rein. Bam. Ich pack das auch rein. So, rauf kommt die Aubergine. Hier? Nein, das ist keine Aubergine, das ist ein Kürbis. Das ist die Aubergine. So, runter mit uns. Hier die komplette Ernte. Einfahren. Yeah. So, rauf. Wir haben Kürbis. Wir haben Pilz. Und wir haben Aubergine. Super. So, dann hole ich hier noch einmal Algen. Wenn wir schon vom Ernten reden. Danke. So. Eine Inventarladung voller Alge. Alge. So, das kann definitiv nicht schaden. Weil ein bisschen mehr Alge im Inventar. Im Inventar in die Kästen bringen. So, ein bisschen haben wir noch. Platz, sehr gut. So, Inventar ist voll. Auch das ist toll. So. Oder? Alge. Wunderbar. Wunderbar. Läuft. Läuft. So, apropos läuft. Jetzt schauen wir mal wegen Stereo um. 200 irgendwas wir bräuchten. Wir bräuchten, da ist Osmiumstäbchen. Und erst da kommt der Pulsar. Oh, Pulsar. Oh, Portalgenerator. Ui. Okay. Wie viel haben wir noch? 25? Hm. Da sind wir auf gutem Weg. Ich hänge die ganze Zeit an dem, weil dann können wir das Thema mit den Schmetterlingskuppel. Ja, das machen wir doch gleich. Dann können wir das Thema angehen. Machen wir mal drei davon. So. Also, schauen wir, ob es sich ausgeht. Wir brauchen 9. Jawohl. So, dann 3 Bommel. Dann brauchen wir 3 Schwarzpulver. Haben wir die da drin? Nö. So. 1, 2, 3. Und 9 Wasser. Das ist viel. So. 9 Wasser. So. Bis hierher. Alle anderen rüber. Aber was kommt denn da Schönes? Kommt da was? Einfach nur ein lilaner Sandsturm, lilana. Na gut. Okay. So, dann stellen wir mal die 3 Atommeiler auf. So, wir haben einen da. Dann haben wir einen da. Und einen da. Super. Ah, wenn wir schon da sind, machen wir das gleich. Jawohl.
Jawohl. So schön. So ist aber auch. So, wir brauchen hier eine herrliche Ecke. Wunderbar. Wir brauchen hier eine herrliche Ecke. Jawohl. Wir wollen diese Tür wegmachen. Wir kriegen hier einmal den hier. Und wir kriegen einmal den hier. Jawohl. Schön. Schön. Passt. Sitzt. Hat Luft. So. Wunderbar. Wir bringen den Rest an Ressourcen. So, wir haben Kobalt. Wir haben Magnet. Wir haben Silizium. Und Titan. So, und dann haben wir ein bisschen Iridium. So, das große Zeug. Ach, packen wir das da rein. Wunderbar, so soll es sein. Wobei, da könnte man Bommel machen. So, zweimal Silizium. Viermal Titan, 1, 2, 3, 4, ja, wunderbar. Dann hätten wir noch Magnesium, Kobalt, 1, 2, 3, 4, 5 und 5 Eisen. Oh, na, bevor wir es wegwerfen, so, yeah. So, und jetzt geht es uns um die Schmetterlingskuppen, So, ja. Wir brauchen 10. Okay, 10, Moment, das pinnen wir uns an. Ich sehe doch schlecht. So, dann brauchen wir 5 Zeolith, 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen sehr viel Rinde. Sollten wir uns auch überlegen, ob wir noch mehr Rinde, also mehr so Biokoppel. Mit den Drohnen will ich die dann sowieso übersiedeln. Die kommen dann woanders hin. So. Super. So, dann fehlt uns noch eine Rinde. So, die eine Rinde kriegen wir da. Hier ist da eigentlich noch Methan. Naja, fehlt auch nicht mehr. So, dann brauchen wir 5-mal klein. Nö. Naja, was fehlt für den? Schwefel, Aubergine, Alge. Schwefel ist da. Aubergine ist weg. Okay. So, auf jeden Fall brauchen wir 1, 2, 3 und den da. Okay, Aubergine, Aubergine, da ist ja keine mehr da. Hätten wir da noch Aubergine? Nö. Pilze. So, da gibt es keine. Davon nehmen wir 2 mit. Pilze hier. Schön sortieren. So, Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. Also schade, wie wir immer Dünger. Naja. Wir holen mal Algen. Wir packen das. Das ist ja für 5 Stück Schmetterlingskuppen. Kuppeln. So, das packen wir da alles mal rein. Schmetterlingskuppen. Kuppeln. Dass wir das nicht vergessen. Wir bräuchten hier auch noch eine. Die brauchen alle normalen Dünger. Okay. Wir haben jetzt 4, kriegen aber 5. Oh, was kommt da? Was kommt da? Sicher keine Aubergine. Das sieht nicht nach Aubergine aus. Sind das Bommeln? Leuchtet ein wenig wie Bommel.
Das ist doch Silizium. Silizium und Eisen, okay. Apropos Eisen. So, da ist irgendwo ein Eisen hier. So. Besser. Gleich viel besser. So, die wachsen hier noch. Dann haben wir genug Aubergine. Die wachsen auch noch. Da haben wir leider nur... Wasser ist da auch nicht viel. Holen wir noch Wasser von hier. Ja. Wir könnten natürlich Nahrungsmittel... Oh, was kosten die? Auch Dünger. Wenn ich mir gerade überlegt habe, wir könnten natürlich Nahrungszüchter auch aufstellen dazwischen. Ja. Ja, aber für den Moment. So, dann haben wir hier Alge. Dann haben wir hier Wasser. Ja, keine Ahnung. Machen wir das so? Machen wir das so? So, und da brauchen wir Aubergine. So. Pilz. Kürbis. Aubergine. Ja, vielleicht wegen Dünger. Ach, komm, wir kümmern uns jetzt mal um die Handelsrakete. So, wir bauen... Oh, oh, oh. Das habe ich ja ganz vergessen, das bräuchte man auch. Ach, Dünger. Na klar. So. Drei Leiterplatten. 1, 2, 3. Wir brauchen eine Düse. Die bauen wir uns jetzt schnell mal. So, was brauchen wir noch für die Düse? Ja, Iridium. So, run weg. Dann brauchen wir ein Uranstäbchen und wir brauchen ein Superstäbchen. Oh, verdammt. So, alle Bommel rüber. Und ein Superstäbchen. Passt so. Yeah. So, dann können wir das bauen. Energie 425, ganz schön viel, aber wir haben es. Wir haben es ja. So, darauf kann man das aufs Dach stellen. Ich hätte es echt gerne aufs Dach gestellt. Nö, kann man nicht. Na gut. Kann man das da daneben stellen? Ich hätte das gerne da daneben gestellt. Oh, da war kurz, da war kurz. Bam. Jawohl. So, das machen wir aber so. So, was können wir da jetzt? Oh, schön. Oh, ja. Da, Energiemultiplikator. Drohnenstufe 2. Oh. Oh. Ach, schön. So, ja. Vorerst mal nur die Optik. Ups. Das war irgendwie so nicht geplant. So, da oben brauchen wir 3 Titan. 1, 2, 3 und 3 Eisen. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir Silizium. Nein. Silizium. 1, 2. 1, 2 und 1, 2. Und dann schauen wir mal. Ach egal, wir nehmen jetzt mit. So.
So, da brauchen wir den großen Teil, den... Oh, kriegen wir den da dran? Wieso kriegen wir den da nicht dran? Weil da noch was liegt. So, aber jetzt müsste es passen. Jawohl! So, dann einmal er. Wir machen hier ein Türchen. Yeah, schön. So. Dann hätten wir hier einen Wake und einen Wake. Da ist die Frage, ob wir da nicht auch mit einer Tür arbeiten. So, und da auch mit einer Tür. Oh, da fehlt das Eisen. Da fehlt das Eisen. So. Das nehmen wir alles mal mit. Und noch ein bisschen Silizium. So. Und jetzt schauen wir, wie weit wir da oben drauf kommen. So, weil wir wollen hier eine Tür. Bam. Wir wollen hier einen Raum. So, jetzt haben wir definitiv kein Eisen mehr. Dann müssen wir uns da... Oh, wir haben wirklich kein Eisen mehr. So, wir haben das, wir haben Silizium und wir haben ein Magnesium. So, jetzt müssen wir ein Wasser trinken. Ein Wurm, das ist gut, das bringen wir rüber. Wir brauchen sowieso noch einen Schmetterling. Einen Schmetterling brauchen wir. Okay, wir brauchen den Dünger. Es hilft ja nichts, wir brauchen Dünger. Ja, das wird alles gleich zu Dünger 2 verarbeitet. Das ist zwar an sich eine feine Sache, aber... im Moment gerade suboptimal. Ich will es aber auch nicht umstellen, weil ich die Vorteile genießen will. Ja, lassen wir das da. So, Pilz haben wir keinen. Aubergine und Kürbis. So, Schwefel gibt es keinen. Super, dann holen wir uns einen. Wir holen den Schwefel ran, weil nur der Schwefel das auch leisten kann. So. So, und irgendwann läuft ja der Autobauer für Dünger 2 voll und das ist dann der Zeitpunkt, an dem wir Dünger 1 bekommen und das finde ich gut. So. Füllen wir uns da unten das Inventar noch mit Standardressourcen an. So, ein bisschen Schwefel. Schwefel packen wir aber oben wieder rein. Sehr cool. Und schon läuft's. Bam. So. Dann haben wir mal Eisen. Dann haben wir hier Titan. Silizium. Magnesium ist voll. Kobalt hat auch noch Platz. Super. So, das kommt rein. Wunderbar. Oh, ja, wenn wir da ja aufbewahrt haben. Okay, Zweierdünger sind wir voll. Das heißt, wir brauchen... nur noch die Einserdünger. Yeah. Damit machen wir jetzt einen Schmetterling. So, irgendeinen. Einserdünger. Mit Mutagen. Ja. Ja, dann machen wir halt den. Okay, mit Mutagen.
So, bam, bam, bam. Forschung. Das wird jetzt der fünfte Schmetterling, damit wir fünf Schmetterlings. Oh, fünf Schmetterlingskuppeln. Das wird echt cool. Das wird echt cool. So, das kommt da rein. Sortieren, bam. Ich hole auch gleich die Schmetterlinge rüber. So. Da haben wir die. Wunderbar. Wunderbar. Schön. Ja, das müssen wir dann auch noch bauen. Hier den Rest nach unten. Naja. Ja, vielleicht werten wir die hier auch auf. Ich glaube, das wäre kein schlechtes Ding. So, Stopp, 35, super. Wo war? Hier. Bienenstock, genau. Bienenstock. Och, ich wollte doch die Schmetterlingsgruppe. Egal. Bienenstock. Ja, wobei lassen wir den vorerst noch. Zuerst die Schmetterlingsgruppe und dann Kuppel. Und dann den Bienenstock. So, nein. Ja, wunderbar. Super. So, drei normale Dünger. Ja, da fehlt halt noch. Wahrscheinlich wieder der Schwefel. Wahrscheinlich wieder der Schwefel. So, gehen wir mal rauf. Kürbis, Aubergine, Schwefel. Schwefel ist da. Aubergine fehlt. Aubergine fehlt. Ja, gut. Der braucht Dünger. Und der Nahrungszüchter 1 braucht ja auch Dünger, weil dann bauen wir halt Ruhe. Hier. Nö, der braucht keinen. Ja, aber ehrlich, wir wollen sie aufwerten sowieso. Wir wollen sowieso aufwerten. Na, wir wollen sowieso aufwerten. So, Kürbis, Kürbis, Aubergine, Aubergine. Da können wir auch ein bisschen dann gleich Plastik auch nachproduzieren. Da noch nicht. 84. Ja. Werden wir ein paar mehr aufstellen müssen. So. Aubergine, Aubergine. Pilz und Kürbis. So. Die ist noch nicht voll. Dann nehmen wir den einen mit. Super und Wasser. Pflanzen wir noch einen. Nö, pflanzen wir keinen. So. So, was brauchen wir noch? Wasser brauchen wir noch und einen Auberginensamen. So, 30% und hier 39, 30, super. Läuft. Läuft, meine Lieben. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier mal an mit so, den Schmetterlingskuppeln. Wir bauen mal eine. Genau. So, die bauen wir auf dem See. Oh, wir brauchen noch Eisen. So, wir brauchen noch Titan. Wir brauchen noch Silizium. Wahrscheinlich brauchen wir noch viel mehr Eisen. So.
So. Aha, das ist etwas tief. So, dann haben wir die. Das ist etwas tief. Da hätten wir gerne eine Tür. Jawohl. So, können wir hier den dran setzen? Nein, leider. Oh, verdammt. Verdammte Axt. So. Was ist hier? Okay. So. Tür. Schmetterlingshäuschen. So. Schmetterlingshäuschen. Hier. Ui. Ich wollte ja hoch. So. So, Moment. Da müsste eigentlich... Bam. So. Dann Schmetterlingshäuschen. Oh, können wir gar nicht. Okay. So. Nö. Genau so. Jawohl. Und... Oh, da fliegt zwei Eisen. Okay. So, dann hier. So, Inventar ist leer. Das ist gut. So. Gut, Tür haben wir eh keine. Eine neue Mitteilung. Das ist immer schön. Jemand will mit uns reden. Das finde ich gut. So. Bam. So, das tragen wir mal weg. Eigentlich bräuchte man Eisen. Mhm. So, Titan weg. Silizium weg. So, das packe ich mal da rein. Schauen wir mal, wie weit die sind. Ja, die wachsen noch. Was sagt die Message? Sentinel Corp. Identifikation unbekannt. Unternehmenseigentum unbeansprucht. Bewohner. Ach, Catscard 0. Sektor Itzidal Prime. Geschichte unbekannt. Der Planet, unnamed, befindet sich im Sektor Itzidal Prime, einem präzivilisierten Sektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um große Raumhäfen zu bedienen. Der Sektor zählt 842 Planeten, 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das Sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, Ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in Ihrer Kapsel und vielleicht Weltraumwracks finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn Sie die richtigen Voraussetzungen haben. Versuchen Sie also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkunden und verbessern sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern Sie Ihre Ausrüstung, um Ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie. Yeah, hat es, meine Lieben, hat es. So, wo stehen wir? Das will ich haben. So, Aubergine, Aubergine. Als ob es ihm erschien. So, da haben wir das. Ups. Die gebe ich da rein. Oh. So. 73, gut. So, und die sind ja eh noch nicht fertig. Nö, 74. So, die Pilze bringen wir auf. Dann werden wir uns Pilz. Hier, Pilz. So, wir werden jetzt kurz mal rüber zum Alu. Weil wir brauchen Eisen. Für die Schmetterlingskonstruktion. Konstruktion. So, Eisen und alles, was wir da so abgreifen können. Alu ist ja auch nicht schlecht, aber eigentlich Eisen, Silizium, Titan. So, zumindest für den Beginn.
Wunderbar. Wunderbar. So, da haben wir das, da haben wir das. Nehmen wir das noch mit. Die Schmetterlingskuppel, das wird super. Und da bin ich echt am überlegen, ob wir die Schmetterlingskuppel dann da lassen oder ob wir die wirklich versetzen müssen. Ich würde sie ungern versetzen. So, wir haben das da. Wir haben ein bisschen Alu. Bam. Aber wenn ich das ganze Alu da einpacke. Ach ja, Silizium, da haben wir hier. Komm, wozu haben wir die Kästen da? So, wir brauchen das Eisen. Wir brauchen ein bisschen Titan. Wir brauchen ein bisschen Silizium. Super. So, und jetzt nehmen wir von dem da noch mit. Und mit. Ja, was weiß ich. So, ja, hier. Ich glaube, das passt. Zumindest für einen Anfang. Oh, die Schmetterlingskuppel. Das wird cool. Also ich hoffe. Entweder da nach hinten, wenn es sich nicht ausgeht, von der Größe der Kuppeln, weil es hier an die Felsen steht, stößt das... Schauen wir gleich. So, dann müssen wir es nämlich nach vorne bauen. Oh, jetzt haben wir tatsächlich einen Dünger zu wenig. Ja, wir haben viel Dünger zu wenig. Okay. Schade, das müssen wir holen. Das müssen wir holen. Dünger unbedingt. Was für ein Highlight der Dünger. So. Was, wir haben da nur einen Dünger? Okay. So. Machen wir das so. Vielleicht haben wir noch einen Dünger. Nö. Gut. Aber die sind doch eh gleich erwachsen. Erwachsen. Ausgewachsen. Sehr cool. Wächst da schon das Bäumchen vor? Dieses Riesenbäumchen. Schön. So. Da haben wir den. Wunderbar. Dann bauen wir hier mal eine Türe ein. Also dürfte es funktionieren mit dem Felsen hier. Das freut mich natürlich besonders. So, herrlich. Jawohl. So, da können wir dann später die Schmetterlinge reintun. Hier haben wir den Mittelteil. Da kommt eine Leiter oder irgendwas rein. Ups. So, und da haben wir auch ein Türchen. Ein Türchen, ein Türchen. Wir brauchen zwei Türchen noch. So, jetzt zurückfliegen. Dann haben wir die vier Schmetterlingskuppeln heute fertig. In jede Kuppel geben wir vorerst mal einen Schmetterling rein. Also eine Larve. So, wir brauchen noch zwei Türen, haben wir gesagt. Haben wir zwei Türen gesagt? Ja. Das weg. Das weg. Silizium, das weg. Yeah. Dann schauen wir da gleich mal. Oh, 89, okay. So. Blöd. Da werden wir dann super Plastik automatisieren können. Aubergine. So, Schwefelglocken. Na, Schwefel haben wir doch. Super. So. Wunderbar. Und einer noch, bitte. Oh. Schade. Was ist denn das da? So, einen Dünger bräuchte man noch, meine Lieben. Ein Düngerstückchen bräuchte man noch. 92, jetzt ernsthaft. Ach ja. Die Rakete haben wir auch gar nicht weggeschossen. So. Oh, 41% schon. Ja,
Unbedingt, unbedingt. Teleporter wird super, aber wenn wir das hier haben, da geht es dann richtig los. So, hier bei den Sachen, ja, alles fein, alles schön. Freue ich mich auch, aber ist jetzt nicht so zwingend, dass nachher, das sind alle Sachen so nice to have. Ne? So. Aber der hier, ja, der extrem wichtig und damit, da geht es dann los. 25, da sind wir aber auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Der, sehr, sehr wichtig. Super, ein paar Schmetterlinge rein und schon geht's los. Oh, so. Weniger schauen, mehr arbeiten, mein Freund. So. Nö, Aubergine. Yep. Bam. So. Auf zu den Schmetterlingskugeln. Da können wir natürlich dann einen wunderbaren Turm drüber ziehen. Aber später. Natürlich erst später. So, ich hoffe, auf der und auf der anderen Seite kriegen wir die Kuppel noch hin. So, Kuppel, Kuppel, Kuppel. Hier. Jawoll. Und hier natürlich auch. Oh ja. Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Super. Können wir dann vielleicht sogar einen Steg hinbauen. Ja, wunderbar. Ach, cool. So, und hier auch ein Türchen. Noch eine Mitteilung. Wunderbar. So, ein Schmetterling da rein. Oh, cool. Ein Schmetterling da rein. Oh, schön. Ein Schmetterling da rein. Ist das cool. So, und da gehen wir gleich zwei rein. Den und den. Oh, ist das schön. Ist das schön. Meine Lieben, ich danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge morgen Sonntag. Bis dann. Tschüss.